Hallo Mitspieler, mein Name ist Low Riot und ich begrüße euch zur 245. Episode dieses Cities Skylines Snowfall Let's Plays. Eine wunderschöne Ansicht. Ich weiß ja nicht, ob die Sonne auf- oder untergeht. Na, sie geht unter. Das wird eindeutig. Ja, und sieht klasse aus und wir haben auch an und für sich noch einiges zu tun. Und zwar gibt es ja noch genug Bereiche, die grünet haben möchten. Sprich, die bezont werden sollten. Und ich habe eben in der Pause, also ist jetzt eine neue Aufnahmesession, der Traffic President gab auch keine Fehlermeldung mehr, also den können wir wieder mit einbinden, den können wir wieder benutzen. Und ich habe in der Pause alle Zellen überprüft. Also ich bin alle Bereiche hier mal abgescannt, habe mir alles mal angesehen. Also jetzt dürften eigentlich auch alle Zellen wieder vergeben sein. Ach ja, und was auch relativ wichtig ist, den Leuten hier ist kalt und das muss ja nicht sein. So, komm mal mit. Ziehen wir gleich ganz auf, ne? Machen wir gleich fertig bis hier oben. Auch wenn hier keiner wohnt, wir gehen alle 3 Wochen, nehmen wir hier mal Untertage und verlegen wir auch mal ein richtiges Rohr. Hab lange kein Rohr mehr verlegt, mit anderen Worten. Muss ich jetzt an Cities auslassen. Man vergebe mir diese Zweideutigkeit. So, ihn hier. Und ziehen wir die 3 noch durch. So. Und diesen. Sonst noch jemand ohne Fahrschein. Okay, hier machen wir noch einen nach Süden. Weil ja hier, ne? So, ansonsten... Oh, hier fehlt noch was. So... Ja. Und sonst noch? Ich würde sagen, da sind wir gut. Kommen wir zurück, wenn Papa mal wieder ein Rohr verlegen möchte. Mal wieder. Alle Jahre wieder. Juet, wir möchten gerne Bereiche vergeben. Und wir haben eine Arbeitslosigkeit von 9%. Was nicht so besonders schön ist. Eben auch in der Pause schon mal geguckt. Und wenn man mal so hinguckt, das ist ein ganz schöner Flickenteppich. Also viele Bereiche scheinen hier auch noch nicht so richtig vergeben zu sein. Also hier ist noch viel Luft. Mag es vielleicht daran liegen, dass die Leute, die nicht arbeiten gehen, na, dass denen das zu niedere Arbeit ist, dass sie zu schlau ist, dass sie bessere Jobs brauchen? Kann durchaus sein, dass ich hier in der Mitte ein bisschen Büros hinbaue, so Verwaltung hier. Ich denke, das wäre eine gute Idee. Aber ich glaube, wir werden erstmal zusehen, dass wir hier wieder mehr Leute in die Stadt bekommen. Wir sind auch nur bei 159.000. Irgendwie scheint das doch so ein bisschen stehen zu bleiben. Da hat man so das Gefühl. So. Wo wir könnten eigentlich auch wieder mit ihm hier arbeiten. Ja, da muss ich dann auch dreimal gucken am Ende. Auch keine richtige Hilfe. Katsching, katsching, hört man gerne. Häuser, die sich updaten. Fertig. Und hier fehlen noch 2 Straßen. Das wird uns auch demnächst erwarten, dass wir die noch nachliefern. Ansonsten, ich bin recht froh mit der Stadt. Könnte besser sein, aber in welcher Großstadt oder in welcher großen Stadt, ob das hier nur eine Großstadt ist, mag ich noch nicht entscheiden, läuft das schon perfekt. So, hier
gäbe es Strom zu entfernen. Oh, und hier gibt es ja auch richtig Fläche noch. Okay, da können wir mal ihn hier machen. Und so. Gehen wir mal näher ran, kontrollieren das nochmal ein bisschen. An der Küste, am Wasser wird nur gewohnt. Das habe ich irgendwann mal festgestellt. Was hier? Schwupp. Ja, was da? Was hier? So. Muss ich das etwa nochmal kontrollieren? Habe ich doch gerade. Ja, aber irgendwann bluten einem auch die Augen. Also. Wenn man das hier alles abscannt. Das hat auch gut 20 Minuten gedauert, bin ich der Meinung. Also die ganze Stadt mal so zu kontrollieren. Darf man nicht unterstützen. Weil das fällt einem ja auch nicht sofort ins Auge, alles. Zum Beispiel so weit hier. So, was haben wir hier? Noch überhaupt gar kein Strandvergnügen? Okay. Ja, dann fehlen uns für die neuen Bereiche auf jeden Fall noch Busse. Ich muss mir noch eine Birne machen, wie ich hier Trams unterbringe. Es gibt so viel zu tun. So, dann die Nummer hier. Na, hier können wir eigentlich auch die große Nummer machen. Mal her. Ja, und die werden wahrscheinlich auch wieder auf einen Schlag alle sterben irgendwann. Dann haben wir wieder ein Problem. Aber nicht, dass ich nicht davor gewarnt hätte. Geht das jetzt wirklich schneller? Ein bisschen schon, ne? Ich fände es cool, wenn man hier diesen Kreis, mit dem man ausmalt, wenn man den frei bestimmen könnte, wie praktisch in jedem Malprogramm. So Pinselstärke und so. Warum eigentlich nicht? So. Irgendwas, was wir hier unten... Na. Ihn hier, das Kabel, hier müssen wir hier irgendwann noch wegnehmen, was hier am Strand ist. Und ich glaube, bis wir das weggemacht haben, hau ich das hier mal auch weg. Weil so entstehen dann kleine Häuser. Dann machen wir die Strommasten weg und dann sind wieder mehr Zellen da. Keine Ahnung, ob die sich dann auch updaten. Warten wir damit erstmal. So, ansonsten... Der Übergang sieht okay aus. Das war ja eine große Fläche. Hier im Blauen irgendwas Grünes. Oh, ist das schief hier. Ach, weg, weg, weg. Schnell weg, schnell weg. Und wir wieder hier oben. So, dann können wir ihn hier machen. Was ist das hier? Na, hier ist eine Deponie zwischen, ne? Ja. Alle Dude. Na, hier oben gibt es keine Parks. Das war beim Ansehen der Aufzeichnung auch aufgefallen. Also geht jetzt von hier und hier. Ich glaube, da können wir mal kurz was machen. Kleinen Spielplatz mal bitte. Irgendwie mittig. Das könnte vielleicht hier sein.
Und hier. Weiter geht's. So, hier möchte er noch begrünt werden. Was? Hm. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass du hier so ein Quadrat aufziehst. Na, wird ein bisschen besser. Also auch merkwürdig. Mal so, mal so. Haben wir denn alle Tiere? Sieht gut aus. Na, hier am Stadion ist eigentlich auch noch eine ganze Menge Platz zu vergeben. Ich glaube, das machen wir mal blau. Das wäre eine Gelegenheit für ein bisschen Büro, wobei das ja hier auch so Bespaßungsviertel ist. So. 50 habe ich vorhin kontrolliert. Tja. Das ist doch blöd. Okay. Die Taste könnt ihr jetzt hier entfernen, die werde ich nicht mehr benutzen. Und super, ich erkenne nichts mehr. Ja, sowas macht man am besten auch nachts. Da kennt man die Zellen am besten. Weil so hier, also ich kann kaum Unterschiede sehen. Hier ja, aber an manchen Stellen ist das echt schwer. So. Und dann ihn hier. Bup. Tja, wenn dieses Aufziehtool anständig funktionieren würde, dann wäre das eine Sache von 15 Sekunden vielleicht. Aber da hat schlecht funktioniert und man nicht sagen kann, was er da für ein Viereck aufzieht, in welche Richtung das geht, mache ich es lieber gleich per Hand. Oh, oh, auch wilde Kabellage. Geht jetzt zum Hub hoch, oder? Zur Hauptmainline. Müssen wir erstmal lassen. Und dann könnten wir auch wieder ein paar individuelle oder beziehungsweise einzigartige Gebäude vergeben. Und so, ich glaube, wir können den Weltraumlift können wir ja bauen. Das schiebe ich auch schon die ganze Zeit vor mir her. Ah, kostet ja auch 1,5 Mio. Hätten wir, aber. Ich würde garantiert ein bisschen mehr Restgeld übrig lassen. Man weiß ja auch nie, wie das hier abläuft mit den Finanzen bei City Skylines. Ist ja auch nicht so durchsichtig. Jetzt ja auch mal hin und her. So schnell. Haben wir hier irgendwas ausgelassen? Blut, da nicht. Das ist alles gut. Ein bisschen am Strand rummachen hier. An der Küste. Na, fertig. Dann haben wir noch ihn hier.
Aber ich sehe gerade, hier fehlt was Blaues. Ich habe in der letzten Episode mit so verkaspert, oder in der vorletzten vielmehr. Okay, was bist denn du? Bist du ein Platz oder ein Spielplatz? Nee, du bist ein Platz. Da haben wir schon anständig vorgesorgt. Dann darfst du blau werden. Erlaubnis zur Anbläuung erteilt. So. Sumpfer, einmal rum. Fliegt ja ein Flugzeug durchs Bild auch noch. Ja, würde ich sagen. Alle Gebiete sind vorschriftsmäßig vergeben. Gut, und jetzt hier der Move gegen die Arbeitslosigkeit. Und zwar schmeißen wir euch hier erstmal alle raus. Der hoffentlich den LKW-Verkehr hier auch ein klein wenig drosselt. Ja, aus mehr als 5, 6, vielleicht 10% wird das nicht sein. Aber ist auch schon immerhin etwas. Oh, bitte mal alle nach Hause gehen. Und sich bitte neue Arbeitsplätze hier suchen an den Bereichen, wo noch nicht vergeben ist. Zack. So, haben wir alles. Irgendwo noch Restindustrie? Nee, sieht nicht so aus. Denn. Was ist denn da eben entstanden? Ist da was entstanden? Nee, da sind alle Bäume durchgekommen, ne? Bäume, die vorher da standen. Okay. Wenn uns das nicht langt, dann nehme ich noch einen Ring weg und baue den um in ein Büro. Na, Arbeitslosigkeit generell ist uncool. Macht die Leute unhappy. Das wollen wir ja nicht. Ja, dann gibt es da auch ein paar schöne Hochhäuser demnächst in der Mitte. Sehr, 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 sehr schön. So, hier haben wir auch lange nicht mehr geguckt. Wir erzeugen 1,9, verbrauchen 1,7. Eigentlich auch ganz schön viel, zu viel. Wir erzeugen 2,4, verbrauchen 2,1. Kann man machen. 2,8 zu 2,1. Das ist ganz schön über Ziel hinaus. Also da könnte man eventuell noch 1-2% runternehmen. Was, das nimmt ja dann auch automatisch die Heizung runter. Sieht es da aus? Da sind wir aber auch weit vorne. Was haben wir? Wir haben Tag oder so, oder? Wir haben Tag, ja. Okay, am Tage. Das Ding hier oben. Sagen wir mal, wir gehen auf 92 und wir gehen auf 96. 1,9 hatten wir eben auch. Wir machen mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit hier unten. Auf 1,8. Naja, haben wir nur noch 60 Megawatt vorne. Das ist ein bisschen wenig fast. Tick, tick. Zwei mehr. Ja, mittlerweile dauert das auch ganz schön lange bei so einer Großstadt. Ja, okay, kann man machen. Wie sieht's beim Wasser aus? Ach, ungefähr 100.000 Kubik. Ja, und 500.000. Na, das lässt sich wahrscheinlich schwer trennen hier. Ist die Beheizung? Ja, gefällt mir. Obwohl, das sind auch bloß 40 Megawatt. Klick. Gut, haben wir das, haben wir das. Wir gucken noch mal kurz in die Tunnel, ob sich da irgendwas Schlimmes ereignet, so Staus und so. Aber hier scheint sich alle zu bewegen. Sehr gut. Oh, hier kommen sie aber auch im Sekundentakt gerade.
Oder verlassen. Hier ist Horrorachse, finden wir nicht so schön. Jetzt hoch zum Hub. Hier, oh, hier wird ein bisschen gestanden. Bisschen ist gut. Hier kommt jetzt erstmal keiner. Warum fließt denn er nicht ab? Warum stehen die denn hier? Das sind doch hier, ist doch gehend. Die wollen doch wegfahren und er ist doch kommend. Ach so, weil ich auf Pause bin. Ja. Ja, ist so ein Automatismus. Ich hänge hier mit meiner linken Hand auf WASD und auf dem Daumen habe ich halt Space. Und immer wenn ich irgendwas mache, dann wird Space reingehauen und die Zeit angehalten. Automatismen. So, hier oben Tunnel auch schön leer. Und hier auch. Gut, bin ich gar nicht mal so unglücklich. Letzter Blick auf die Arbeitslosigkeit, konnten wir bewegen. Nein, da müssen wir wahrscheinlich noch warten. Juti, wir machen eine kleine Unterbrechung. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.